niemand dieser Personen, die mich da drin gehalten haben, wollte mich jetzt hier sitzen sehen. Die wollten niemals, dass ich eine Stimme bekomme und darüber spreche. Und das ist mein Protest. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feministisch Fromm Freischnauze. Heute aus der Dorfkirche Stralau. Bei mir auf der pinken Bank sitzt Sarah. Und darüber freue ich mich sehr. Wir haben im Vorfeld telefoniert und uns, ich glaube, wir haben eine Stunde telefoniert. Mehr? Bisschen mehr. Ich habe das danach auf jeden Fall geguckt, wie lange wir telefoniert haben. Und habe, als wir aufgelegt haben, habe ich gedacht, krass, ich könnte mich noch viel länger mit dir unterhalten. Mhm. Und deswegen habe ich mich sehr darauf gefreut, dass du heute meine Gästin bist. Herzlich willkommen. Hallo. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Wir werden dich kennenlernen. Ich möchte aber dieses Mal am Anfang nicht zu viel über dich verraten, weil wir das im Gespräch vor allen Dingen kennenlernen. Und ich würde gerne mit was einsteigen, was du mir am Telefon gesagt hast. Du hast nämlich zu mir gesagt, naja, also eigentlich bin ich ein Jugendamtskind. Wie hast du das gemeint? Kannst du das ein bisschen ausschmücken? Ja, sehr gerne. Ich sage oft gerne, dass ich ein sogenanntes Jugendamtkind bin und drücke mir diesen Stempel sehr gerne auf. Ich kenne den Begriff auch irgendwie schon länger. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber das kenne ich als dass Personen oft Menschen damit bezeichnen, die halt in irgendeiner Weise in diesem Jugendhilfesystem waren. Und Jugendamtkind klingt immer so ein bisschen rotzfrech und so ein bisschen wie das Problemfall. Was es eigentlich nicht ist, sondern es einem gemacht wird. Oh. Ich war in Heimen, betreutem Wohnen, auch alleine wohnen mit Betreuung. Also ich war halt in vielen verschiedenen Unterstützungsangeboten von der Jugendhilfe hier in Berlin und bin dann so ein bisschen durchgerasselt. Seit ich ungefähr 16 war. Und genau. Da ich Hilfe brauchte. So, genau. Weil du hast eben gesagt, durchgerasselt. Ja. Da war ich mir nicht sicher, bist du aus dem System rausgefallen oder bist du so, wie so, wenn man dieses Vier nimmt spielt, dass man so da ankommt, wo man hinkommen wollte oder so. Schon so ein bisschen. Und ich bin auch schon mal rausgeschmissen worden und finde es ganz großartig, weil ich das Jugendhilfesystem halt auch ein bisschen aufgemischt habe, weil da unglaublich viel defizitär ist und nicht funktioniert und ich dann irgendwann sehr faullaut wurde und angefangen habe, mich zu wehren, was da halt passiert ist im Jugendamt, in den Einrichtungen und sowas und ich sage halt gerne durchgerasselt, weil es sich nicht sehr anfühlt, dass ich mit Bravour bestanden hätte, sondern eher so ein bisschen von einem zum nächsten, wer kommt mit ihr klar, was machen wir mit ihr so ein bisschen. Ja, deshalb passt das ganz gut. Du bist aber jetzt ja auch selber in der Kinder- und Jugendarbeit, in der sozialen Arbeit. Genau, in der sozialen Arbeit tätig. Ne? Genau. Da kommen wir nachher auch nochmal zu. Ich mache es einfach mega spannend. Aber vielleicht lass uns erstmal darüber sprechen, wieso du überhaupt diese Form von Betreuung irgendwie gebraucht hast oder angefragt hast. So. Also, ich habe schon sehr darum gekämpft, weil ein Bereich meiner Biografie, das Fundament dessen eigentlich und das, was mich sehr geprägt hat und womit ich auch heute mich immer wieder auseinandersetzen muss, was mich ja auch einfach sozialisiert hat, ist meine Hintergrundgeschichte als Aussteigerin von organisierten Gewaltstrukturen. Organisierte Gewaltstrukturen ist jetzt so ein Begriff, den ich eigentlich gar nicht verwenden möchte, weil das wieder so akademisiert, elitär klingt und dem gar nicht gerecht wird. Aber organisierte Gewaltstrukturen meint halt, dass es nicht Gewalt ist, die von einer Täterin oder einem Täter ausgeht, sondern schon TäterInnen-Netze sind, die sich halt organisieren und das können Netzwerke sein, die sich auf eine kleine Ortschaft beziehen, die können in einem Land sein und auch international. Viele kennen organisierte Gewalt, wenn es zum Beispiel um die Verbreitung und Herstellung von Missbrauchsabbildungen geht.
Kinderpornografie quasi umgangssprachlich, aber ich sage das halt nicht so, weil das halt keine Pornografie mit Kindern ist. Das ist ja Missbrauch. Und da bin ich halt das erste Mal versucht, habe ich das erste Mal versucht auszusteigen mit 16, 17 und bin jetzt hier. Und da war für mich irgendwie die einzige Möglichkeit das Jugendamt. Also weil ja so gesagt wird, wenn Kinder Probleme haben, dann gehen sie halt dahin. Und das hat mich sehr, sehr lange im Stich gelassen. Und ich hab darum gekämpft, deren Hilfe zu erhalten tatsächlich. Und habe es dann geschafft. Aber ja. Und deswegen bist du auch Aussteigerin, ne? Genau. Also Aussteigerin ist... Weil du selber ausgestiegen bist. Ich bin halt ausgestiegen. Und das waren schon sehr intensive letzte 10 Jahre auf jeden Fall. Also habe ich das richtig verstanden, dass du jetzt sozusagen erst jetzt lernst, sowas wie ein selbstbestimmtes Leben zu leben? Also erst jetzt im Sinne von schon so die letzten Jahre so, aber halt auf die Zeit gerecht, in der ich lebe, jetzt so. Genau, also das, ich wurde ja zur Ohnmacht erzogen und dann war das natürlich erstmal interessant, dass abzubauen, was man gefressen hat quasi, weil das sind ja Glaubenssätze, die ich auch zum großen Teil noch drin habe. Und Glaubenssätze abzubauen ist ja unglaublich schwer. Ich kann mir vorstellen, sehr oft auch unmöglich. Und ich weiß nicht, vielleicht schaffe ich das irgendwann gänzlich, aber weiß nicht. Sind die Strukturen, die du eben beschrieben hast, sektiererische Strukturen? Also haben die auch was mit Glauben zu tun? Ja, ja. Ich benutze das Wort gar nicht, Sekten, auch wenn das wiederum umgangssprachlich wäre. Und ich glaube, dass dann viele Menschen dann direkt greifen können, ah, okay, ich habe da eine Vorstellung von. Mhm. Ich sage ganz oft destruktive Gruppen. Destruktive Gruppen. Mhm. Ja, und ja, auf jeden Fall ist halt ein Teil der organisierten Gewaltstrukturen, die ich erfahren habe, halt rituelle Gewalt, die halt in Glaubenssystemen eingebettet ist. Mhm. Also das sind verschiedene Strömungen mit eingewoben worden von Religion. Und ich habe tatsächlich vor vielen, vielen Jahren halt Religion, Kirche ja massiv gemieden, weil ich ja dann gedacht habe, Religion ist ja gleich diese Gewalt. Und habe dann geschafft aufzubrechen, dass das ja keine religiöse Gewalt war, die ich erfahren habe, sondern das war Gewalt, wo Menschen halt die Religion oder die Weltanschauung genommen haben, um diese Gewalt zu legitimieren. Und das macht ja einen immensen Unterschied. Und ich bin jetzt halt dabei zu verstehen, dass es zwei verschiedene Dinge sind. Und ja, also ja, es hatte sektenähnliche Züge und genau, kann dem zugeordnet werden. Am Telefon haben wir kurz darüber gesprochen, was ich so auch in diesem Kontext so über dich sagen darf, wer du bist und so. Und wir sind bei Sarah geblieben. Und dann habe ich noch so, by the way, gefragt, wie alt bist du eigentlich? Ach, das ist ja eigentlich überhaupt nicht wichtig. Und dann hast du gesagt, Moment, doch, eigentlich ist es schon wichtig. Ja. Und vielleicht magst du das erklären, weil ich glaube, du hast die besseren Worte dafür, das zu erklären, warum das wichtig ist. Ich fand das auch sehr witzig beim Telefonat, weil es schon sehr schnell aus mir rausgeplustert kam. So, doch, doch, das ist total wichtig. Ja. Ich benenne sehr gerne, weshalb ich 29 bin oder halt auf die 30 zusteuere, aus verschiedenen Gründen oder aus verschiedenen Perspektiven heraus. Und zwar Menschen, die mich halt quasi kennenlernen, die vielleicht auch schon mich kennenlernen im Sinne von, ah, du machst eine Ausbildung, ne, oder du arbeitest da und da, du beschäftigst dich mit irgendwie sozialer Ungerechtigkeit, was auch immer. Die sind ja erstmal ganz arg irritiert davon, weshalb ich quasi gerade einen Bildungsweg einschlage, den viele ja so mit 16, 17, 18, 19 so abgehakt haben, oder also in meinem Gefühl auf jeden Fall die meisten abgehakt haben. Und weshalb ich quasi mit diesem Alter halt in diesen Prozessen noch stecke, erst stecke, schon wieder stecke. Und das löst die Irritation aus. Menschen sind irritiert davon, warum ich in dem Alter mit mir mit 16-jährigen Klassenraum teile. Und Irritation kann ja Fragen aufwerfen. Und die Fragen sind ja wichtig, weil durch die Fragen kommt man ja in Gespräch. Ich kann Menschen sensibilisieren für verschiedene Lebensvorstellungen und
für verschiedene Lebensumstände. Und ich machte auch kein Hehl draus, wenn mich KlassenkameradInnen gefragt haben, du bist so alt, was machst du hier so? Mhm. Sage ich halt auch, das hat die und die Gründe. Und ohne das jetzt zu sehr ins Detail ausufern zu lassen, sondern einfach so, hey, kriegt ein Gefühl dafür, dass Lebensläufe unterschiedlich sind. Mhm. Und ich bin halt hier jetzt und es ist okay, dass ich jetzt hier bin, aber es ist auf jeden Fall ulkig. Also, mhm. Und zum anderen natürlich, weil mein Alter zu benennen auch in mein anderes Herzensthema noch reingreift, in Adultismus, mhm. also in Machtungleichheiten zwischen Erwachsenen und Kindern. Es gibt auch Adultismus in Erwachsenen, also mit älteren Menschen und jüngeren Menschen, aber es bezieht sich mehr auf Kinder und Erwachsene. Weil zum Beispiel ich sehr oft erlebt habe, und du wahrscheinlich auch, und eigentlich alle hier gerade in diesem Raum. Gucken, was wir draus machen. Nicht weiterreden. Ich glaube schon. Ich glaube halt, dass alle hier in diesem Raum den Satz schon oft erlebt haben, weil wir alle mal Kind waren und junge Menschen waren und so alt wie ich jetzt waren oder sind, ich weiß es nicht genau. Du bist noch zu unreif, um zu wissen, wie das Leben ist. In deinem Alter, da kannst du noch gar nicht wissen, wie das so läuft. Du bist so und so alt, ach, dann kannst du das ja noch gar nicht. Und ich möchte total gerne mit dem Nennen meines Alters klarstellen, hey, schau mal, ich bin halt erst 29 und ich bin unendlich jung und ich habe einen Peil von Dingen. Und diesen Peil von Dingen kann ich auch als 5-Jährige haben und ich kann auch als 2-Jährige und als 13-Jährige unglaublich viel wissen und ich kann unglaublich viele Kompetenzen haben und dass wir alle mal so ein bisschen davon wegkommen, quasi Alter nicht gleichzusetzen mit Kompetenzen, nicht gleichzusetzen mit Mündigkeit und sie daran quasi zu bewerten. Und genau, deshalb benenne ich das immer gerne, weil es halt mit reinspielt und ich sehr dafür brenne, dieses Thema weiter nach vorne zu bringen. Mhm. Und sehr daran arbeite, selbst meinen eigenen Adultismus natürlich abzubauen. Ich bin nicht frei davon, ich bin jetzt erwachsen und das ist ein schwieriger Prozess, erwachsen zu sein. Also Adultismus ist sozusagen die Haltung einer erwachsenen Person oder einer älteren Person, mhm. einer anderen Person gegenüber. Ich bin irgendwie, runtergebrochen jetzt, ich bin irgendwie mehr wert oder mir steht mehr Macht zu aufgrund meines Alters. Weil ich davon ausgehe, mhm. dass du, weil du jünger, kleiner mhm. bist, weniger wissen kannst. Punkt. Mhm. Auch. Okay. Also mhm. es ist auch Teil davon, dass das Wort Ismus oder quasi dieser kleine Wortstamm Ismus zeigt halt quasi, dass wir hier über halt gesellschaftliche Machtstrukturen reden mhm. und Adult quasi halt erwachsen. Und was Adultismus halt macht, ist, dass es Erwachsene als eine Norm setzt. Also es gibt halt quasi eine Gesellschaft im Fokus, eine gesellschaftliche Gruppe, die im Fokus steht und das sind Erwachsene. Adultismus marginalisiert Kinder, quasi Kinder werden als Teilgruppe der Gesellschaft betrachtet und die eigentliche Gesellschaft, die wichtige, die wir anstreben, ist halt das Erwachsensein. Und darauf bauen wir halt unser Leben auf. Wir alle streben danach, erwachsen zu sein. Räume sind für Erwachsene zugänglich. Schule ist darauf ausgelegt, dass Kinder Sprache der Erwachsenen lernen. Das ist mit ganz vielen Sachen zusammen vernetzt, aber im Grunde ist es normsetzend Erwachsene mhm. und Kinder sind eben nicht so viel wert, wenn sie das noch nicht erreicht haben. Und du setzt dich auch dafür ein, ne? Ja. Mit deiner Kunst zum Beispiel, oder? Mit meiner Kunst zum Beispiel auf jeden Fall. Teil meiner Kunst ist auch das Thema zu reinzubringen und Menschen dafür zu sensibilisieren. Also zum einen halt auch viel für mich, also meine Auseinandersetzung mit Adultismus und mein eigenes Solidarisieren mit dem Kindsein ist auch ganz Kunst für mich, die ich nicht an die Öffentlichkeit bringe. Aber ich mache auch Kunst, die ich gerne zeige, die ich an Menschen gebe, wo ich das Thema aufgreife auf jeden Fall. So. Mhm. Das mache ich viel und ich versuche das auch sehr in meine Arbeit einfließen zu lassen und in meine Haltung. Und es ist ein riesen Herzensthema für mich, Solidarität mit Kind sein. So. Mhm. Und
Ja. Ist das für dich eine Form von auch Protest und Widerstand? Ja, klar. Also definitiv. Lass das ruhig so benennen. So. Deswegen habe ich die Frage nochmal gestellt. Hallo. Also sowieso weg von mir, selbst wenn wir jetzt nicht von mir sprechen, von mir als Person und meiner Biografie, ist es immer Protest, wenn sich vor allem Erwachsene mit Kindsein beschäftigen und wenn Erwachsene sich damit solidarisieren. Und das ist auch mein Protest, weil meine Biografie das gar nicht vorgesehen hat. Meine Geschichte wollte mich ohnmächtig machen und wollte mich stumm machen. Mhm. Und das hat sie auch sehr lange geschafft. So wie ich aufgewachsen bin, niemand dieser Personen, die mich da drin gehalten haben, wollte mich jetzt hier sitzen sehen. Die wollten niemals, dass ich eine Stimme bekomme und darüber spreche. Und das ist mein Protest, dass ich das halt tue und dass ich raus bin und mit dem Finger drauf drücke, so richtig doll und quasi all das tue, was nicht gedacht war. Und ganz oft hängt das halt auch zusammen, leider, was viele Menschen dann missverstehen, mit diesen Gedanken, die kennst du vielleicht auch, dass deine Trauma dich stärker machen. Ja, ich hätte dich noch gefragt, ob man, aber das frage ich auch gleich nochmal, ob man als Künstlerin ein Trauma braucht, um erfolgreich zu sein. Aber wir können es auch von der Seite aufrollen. Das passt auch super zusammen, weil diese Sprüche oder auch so negative Erfahrungen formen den Charakter. Also alles, was so in diese Schiene reingeht. Mhm. Und mein Lieblingsspruch ist, Sarah, du wärst ja gar nicht so sensibel und du wärst ja gar nicht irgendwie so feinfühlig und so unglaublich kämpferisch und alles, wenn du das nicht erfahren hättest. Und dann sage ich Stopp, weil das eine Falle ist. Ich sage immer wieder, dass ich nicht der Mensch bin, der ich jetzt bin, wegen den Dingen, die ich erfahren habe. Ich bin es trotzdem. Mhm. Also ich war lange nicht dieser Mensch, der ich jetzt bin und ich hätte ihn auch nie sein sollen. Und das ist ganz gefährlich, wenn Menschen glauben, dass meine demokratische, parteilische, feministische Haltung aus Gewalt hervorkommt. Nee, die kommt daraus hervor, dass ich dem ein Ende setzen konnte und dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, was für ein Mensch möchte ich sein und welche Haltungen möchte ich vertreten und welche nicht. Und ich hätte auch ein anderer Mensch werden können. Ich hätte antifeministisch sein können. Mhm. Ich hätte ein gewaltvoller Mensch sein können. Mhm. Und ich bin trotz dieser Erfahrung der Mensch, der ich bin, und es hätte anders laufen können. Und das ist so ein Blumenschmeißen auf Traumata, das ich nicht ganz verstehe. So, als ob es was Gutes gäbe, daran traumatische Erfahrungen zu machen. Es gibt nichts Gutes dran. Ja. Das macht Menschen kaputt. Ich war und bin an vielen Ecken noch kaputt. Das verwehrt Menschen so viel Leben und so viel Schönes. Nee, bin ich raus. Sonst ist Sprache. Und wenn Menschen über Glück sprechen damit, dann ist das doch toll. Und ja, auf jeden Fall. Ganz seltsam. Dann gibt es einfach Missverständnisse, glaube ich, ne? Ja. Die sich auch irgendwoher rausgebildet haben. So. Sarah, eine Sache hat mich gerade eben echt irgendwie bewegt. Und zwar glaube ich, dass noch nie eine Gästin zu einem Thema so on point war wie du. Auf dieser Kirchenbank, in dieser Kirche, als Form von Protest in diesem Staffelthema, weil das ist ja sozusagen für dich gerade aktives, du hast es gesagt, irgendwie den Daumen reindrücken, ey, und wisst ihr was, ich bin jetzt, ich habe jetzt eine Stimme und ich lasse die hören und so, und zwar in einer Kirche. Da muss ich selber kurz lachen. Ja. Ich habe noch nie eine Gästin gefragt, ich weiß gar nicht warum, ich habe noch nie eine Gästin gefragt, wie geht's dir? Könnte ich eigentlich mal, also bist du eigentlich auch höflich. Aber ich habe es bei dir sehr bewusst gemacht, weil du hast mir auch beim Telefon gesagt, ey, schick mir mal ein Bild, wie sieht's da aus? Ich muss mich so ein bisschen einstellen und so. Weil für dich im Kirchraum ja ein sensibles Thema ist. Magst du dich so ein bisschen äußern zum Thema Glauben, wie das jetzt für dich ist? Wie ist es jetzt für dich in dieser Kirche? Ja, sehr gerne. Genau, ich hatte dich irgendwie um so Bilder gebeten, dass ich mir auch unbedingt die Kirche nochmal anschauen möchte als Vorbereitung für mich, da diese Räume einfach unglaublich negativ besetzt sind für mich. Und
unglaublich schwer und ich diese eigene Absicherung für mich brauchte, zu wissen, in welche Räume ich gerade reinlaufe, auch einfach schon von der Größe und Gestaltung, was hängt an den Wänden, was nicht, Fenster. Und für mich sind Kirchen sehr, sehr schwierig, aber seit ungefähr 3 Jahren leichter. Aber du hast du hast irgendwie ein Verhältnis zum Glauben, ja. Also mal weg von Kirche irgendwie als Institution oder als Raum, aber es gibt irgendwie ein Verhältnis zwischen dir und Gott? Ja, es gibt ein Verhältnis dazu, und zwar, dass ich viel in Auseinandersetzung und viel im Streit bin mit Gott. Also nicht in einem Streiten mit Gott, sondern als ob man irgendwie zusammenstreitet, weil das geht einfach nicht, was war, und das ist einfach nicht cool, was war. Und mir wurde ja über Jahrzehnte hinaus quasi ein Bild von Gott gemalt, was ich mittlerweile jetzt eigentlich weiß, gar nicht stimmt. Also von einem Gott, einer Gottheit, die quasi diese Gewalt legitimiert hat. Und ich habe immer diese Hintertür aufgelassen, als ich ein Kind war, dass ich war, vielleicht stimmt das ja gar nicht. Also es kann doch nicht sein, dass das sowas gibt und dass das okay sein kann. Und ich bin gerade quasi damit beschäftigt, meinen Glauben, der irgendwie geblieben ist, trotzdem nicht umzumodeln, aber mich hinzustellen und zu sagen, hey, ich glaube, ihr habt Scheiße erzählt. Also ja, trotzdem auch und auch bewegend, dass du trotzdem sowas wie dieses Verhältnis ringst zu diesem Gott, der dir so falsch präsentiert wurde so lange. Also ich will dazu auch anmerken, was mir unglaublich wichtig ist, ist, dass es auch völlig in Ordnung wäre, wenn es nicht so ist. Ja. Also vor allem, weil auch mir das ganz wichtig ist, aus der Nähe heraus. Ich habe einen Bruder, der ist zum Beispiel in eine komplett andere Richtung gegangen wie ich. Und ich möchte halt ganz doll damit betonen, dass es halt mein Weg ist. Es ist mein Weg, mir Glauben halt anzuschauen. Und das ist etwas, was mich bestärkt. Und dann gibt es Personen, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie mich, und die bestärkt es zu sagen, nö. Also Gott und ich, wir hatten unsere Zeit, ich bin besser ohne dich dran. So. Ja. Ey Sarah, danke, dass du diesen Weg, zumindest einen Einblick in diesen Weg auf dieser Bank, in dieser Kirche, mit uns geteilt hast. Und dass du dem auch irgendwie Gehör verschaffst und eine Stimme gibst, das finde ich ganz, ganz beeindruckend. Danke, dass ihr mir auch hier diese Plattform gebt und dass ihr mir auch damit irgendwie Gehör gebt und Stimme gebt, dass ihr mich angeschrieben habt und gefragt habt. Also ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich habe mich auch wahnsinnig gefreut. Und also total toll, hier zu sein. Das war Feministisch fromm frei Schnauze mit Sarah. Sarah, Aussteigerin, Jugendamtkind, Künstlerin. Erwachsenenkritikerin, oh yes, das erzählen wir gleich noch kurz meiner Tochter, okay. Aber auch Sozialarbeiterin. Genau, auch Sozialarbeiterin. Und Schülerin. Schülerin. Ja. Das alles bist du. Ja. So schön, dass es dich gibt und dass du da warst. Vielen Dank. Liebe alle, vielen Dank fürs Zuschauen, und wenn ihr uns was kommentieren wollt, tut das sehr gerne in den Kommentaren. Danke.